Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, am jüngsten Tag wird Allah zu den Menschen sagen, ich war hungrig und ihr habt mich nicht gefüttert. Die Leute werden sagen, wie können wir dich füttern? Du bist doch der Herr der Welten. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, wusstet ihr nicht, dass mein Diener hungrig war? Hättet ihr ihn gefüttert, hättet ihr mich bei ihm gefunden. Auch das ist ein wichtiger Aspekt des Fastens, Solidarität mit den Bedürftigen und Hungernden zu zeigen. Rund um den Globus gibt es Millionen Menschen, die buchstäblich nicht genug zu essen haben. Das Fasten ist eine Zeit, in der wir an den Schmerz des Hungers erinnert werden. Das sind reale Umstände. Nicht wie bei uns, die freiwillig fasten. Das ist ein freiwilliges Hungern. Mit anderen Worten, wir haben uns dazu entschlossen zu fasten, einen Tag lang auf Essen zu verzichten, um dieses Hungergefühl zu verspüren. Aber hunderte Millionen Menschen auf dieser Welt und selbst hier in Europa hungern nicht freiwillig und nicht nur einige Tage, sondern seit Jahren, tagtäglich. Dieser Monat ist wichtig, um uns daran zu erinnern, die Armen einzuladen, sich um sie zu kümmern. In letzter Zeit sind wir Zeugen, wie der Kapitalismus vor die Hunde geht. Dieses Wirtschaftssystem, das auf Gier aufgebaut ist, in dem jeder auf sich selbst gestellt ist, genau dieses System kollabiert genau vor unseren Augen. Wir leben in Zeiten großer Veränderungen und der Ramadan ist eine Zeit für Veränderungen. Dieser Monat ermöglicht uns, unseren Lifestyle zu überdenken, unsere Prioritäten neu auszurichten und uns auf die wichtigen Dinge im Leben zu fokussieren. Und die wichtigste Frage ist, was tun wir hier? Der Koran stellt uns allen die Frage, wohin wirst du hiernach gehen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Wohin werde ich gehen? Wohin wird meine Familie gehen? Wohin wird diese Gesellschaft gehen? Darum geht es vor allem in diesem Monat, sich diese Frage zu stellen und herauszufinden, an welchem Ort unser Herz ist. Wo ist mein Herz? Ist mein Herz mit Allah oder mit meinem eigenen Ego? Ist mein Herz mit meinem Verlangen? Mit meiner Leidenschaft, meinem Stolz, meinem Neid, mit meiner Wut und meinen Rachegelüsten? Wo ist denn mein Herz? Das müssen wir uns diesen Monat fragen. Und die Zeit, die uns gegeben wurde, diese paar Tage der Überlegung. Und genau in dieser Zeit kannst du in dich gehen und dir im tiefen Inneren diese Frage stellen. Wo ist mein Herz? Nimm dir die Zeit für dich und gehe spazieren und denke über den Werdegang deines Lebens nach. Wie viel habe ich für Allah subhanahu wa ta'ala getan? Wie gehe ich denn mit meinen Eltern um? Wie gehe ich mit meiner Umgebung um, mit meinen Mitmenschen? Welches Verhalten lege ich bei der Arbeit an den Tag? Gehe hinaus und denke in Ruhe darüber nach, damit du zur Lösung gelangst und deinen Schöpfer zufriedenstellst. Wie Ali radiallahu anhu einst sagte, ein Mann liegt unter der Zunge versteckt. Denn die Zunge drückt aus, was in deinem Herzen verborgen liegt. Wer eine Sache liebt, denk oft daran. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala liebst, ist er auf deinen Lippen. Wenn du diese Welt liebst, ist sie auf deinen Lippen. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Das ist eine Zeit, um zu Allah zurückzukehren. Das Herz demjenigen zurückzugeben, der es besitzt. Diese paar Tage vergehen schnell. Nutzen wir gemeinsam die Gelegenheit. Uns allen kann ich nur raten, diese Tage zu nutzen. Das sind schöne und wundervolle Tage. Tage der Sehnsucht, Tage des Verlangens, Nächte der Bestimmung, Tage, um Allah näher zu kommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte oft folgende Dua. O du, der die Herzen wendest, festige mein Herz, sodass es bei deinem Dien bleibt. Thank you.